Ja, anfängt. Definitiv. Okay. Aua. Schürt mir heute dich lebendig. Du wirst niemals, niemals dieses... Wie lange verfolgst du mich schon, Wolfsmal? 17 Winter? 18. Da ist er wieder der Grausame, der seine Eltern getötet hat. Verfolge ich dich in deinen Träumen? Wärme ich dir den Schritt? Erinnerst du dich? Die Axt deines Vaters. Die Waffe eines Feiglings. Einer verspotteten Schlange. Nur weniges macht mir mehr Freude, als damit zu töten. Doch ich weiß, du würdest kämpfen bis zum Tod. Für ein glorreiches Ende. Das werde ich nicht erlauben. Du wirst deine letzten Tage als Trell leben. Gedemütigt. Dein Tod wird einsam sein. Was ist ein Trell? Töte den Rest seines Trupps. Lass sie leiden. Ivo Wolfsmal ist nicht mehr. Dieser Name ist für die Welt gestorben. Du bist sicher dein Gewicht in Silber wert. Ha! Auf zum Schiff! Alter, immer dieser Sklavenhändler. Eine Bewegung. Und ich stech dir die Augen aus, kapiert? Der Wind bläst aus Süden. Wir segeln nach Norden und setzen dann Kurs West. Also, was habe ich dir gerade gesagt? Ja, anfängt. Definitiv. Okay. Aua. Schürt mir heute dich lebendig. Du wirst niemals, niemals dieses... Und... RIP. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und ich werde nicht lange reden. Ich würde sagen, wir gehen direkt weiter ins Spiel. Viel Spaß beim Video. Einer von Kyrtwys Männern. Ich muss vorsichtig sein. Bloß keine Aufmerksamkeit erregen. Es gibt eine Ausdaueranzeige, das ist neu, glaube ich. Singendes Eisen, da findet ein Kampf statt. Es ist Sparta! Einfach. Ja. Hab mich vom Schwertchor weggeschlichen. Was ist mit dir? Kyrtwy wollte mich verkaufen. Ein Fehler, den er bereuen wird. Jedoch nicht heute.
Ich sah ihn in Öchwalsnäs auf ein Schiff steigen und gen Osten segeln. Ohne unsere Mannschaft. Noch ist es möglich, unsere Männer zu retten. Ich finde sie. Du machst das Langschiff bereit. Du Rampensau. Du willst die Rettung allein übernehmen, damit es im Siegeslied nur um dich geht, was? Ich könnte auch den Strand stürmen, 2 Dutzend Männer töten und das Drachenboot nehmen. Das ist ja Influencer, der Typ, Alter. Wie du willst. Nein, nein, ich nehme den Strand. Das ist der gefährlichere Weg. Such du das Langhaus nach den unseren ab. Oh, und hier. Der Tote wird das wohl nicht mehr brauchen. Geh. Wir sehen uns dann beim Schiff. Oh, da geht's. Auf geht's. Kjötvis Krieger kauchen durch Öchwalsnäs wie Läuse. Wenn ich durch das Haupttor gehe, falle ich vielleicht auf. Zeig es mir. Rutschen. Weiter so findest, wird meine Axt deinen Hals verfehlen. Das wollen wir beide nicht. Wenn ich schon sterbe, dann soll es schmutzig werden, du Aas. In your face. Feigling, binde mich los und gib mir eine Axt in die Hand. Ich schulde dir gar nichts, Rabendreck. Oder deinem Clan von Trell und Bauern. Du, leg die Axt beiseite oder stirb durch meine. Du solltest auf einem Sklavenschiff nach Irland sein, Wolfsmal. Aber wenn du mein erstes Opfer sein möchtest, wird Odin dich sicher freudig empfangen. Du hast gerade dein Leben verwirkt. Wollte gerade sagen, jetzt hat der gegen mich gewendet. Was hat denn der für eine Axt? Knie nieder, Wolfsmal, dann verschone ich dich. Halt dein Maul und kämpfe! Stirb, du niederer Abschaum! Wo geht's dann? Oh ja, oh ja, oh, sexy, mit 2 Hammern, Alter. Mit 2 Hämmern. Vater, du hättest sie bis zum bitteren Ende festhalten sollen.
wenn ich mein Leben gebe? Verschonst du meinen Clan? Nein. Nimm deine Axt! Nein, Varin! Tötet sie alle! Nein, Varin! Nein! Muss jetzt besser sein. Das ist wieder der Wolf. Wenn ich schon mein Vater. Perfekt. Was ist jetzt los? Bin ich jetzt auf Drogen? Wann? Was ist mit dir? Bind uns los! Was? Oh, ja, natürlich. Oh, danke. Gekämpft, Wolfsmal. Vielen Dank. Auch wenn dein Verstand etwas mitgenommen schien. Ich hab neue Rüstung. Oh. Schuhe. Also mir gefällt meine Rüstung definitiv. Wer atmen kann, kann auch kämpfen. Kommt, wir holen uns unser Schiff zurück. Das musst du uns nicht zweimal sagen. Und her. Warten, bis du müde bist. Asgard kann warten. Ich habe mir gerade ein Schild in die Fresse geworfen. Der hat ihm gerade so ein Schild in die Fresse geworfen. Lasst euch nicht reizen. Ganz vernünftig. Straße führt uns heimwärts. Götter, das wurde ja auch Zeit. Nicht quengeln, sondern rudern. Jetzt stirbst du. Bogen bereit machen. Bogen. Schießen. Segel hoch. Segle. Also, sind wir schnell. Ich mach Speedboard. Du bist recht still, Eivor. Kein Wort über das Unheil, in das du uns geführt hast?
Wir hatten in diesem Kampf keine Verluste und die Männer, die uns erniedrigt haben, sind tot. Was gibt es da zu sagen? Wie wäre es mit? Ich war dumm, Blut und Scheiße! Rück das Segel ein. Meine Fassung gefiel mir besser. Mehr Segel! König Styrbjörn wird zornig sein, dass du gegen seinen Willen aufgebrochen bist. Natürlich wird er das. Und du bist gar nicht besorgt deswegen? Ich sorge mich nur, dass unser König erst erkennt, dass ich recht habe, wenn es zu spät ist. Was ist mit Sigurd? Was würde er sagen? Wäre Sigurd hier, säße er neben dir, würde das Blut von seiner Axt wischen und in den Wind lächeln. Das hört sich nach einem Psychopathen an. Er sitzt da mit, spielt das Blut von seiner Axt lächelnd im Wind. Wir griffen Kjötvis Feste an, töteten seine Männer und schwächten seinen Einfluss hier. Erwähnst du auch, dass du deine Mannschaft verloren hast und fast als Prell verkauft wurdest? Wird das auch Teil deiner Sage? Sollte ein Skalde wagen, diesen Vers zu singen, so wird es sein letzter sein. Er ist auf jeden Fall mordlustig. Segel runter! Segel! Hör auf! Komm schon! Bereit! Haltet hier! Wir dachten, wir hätten dich verloren, Eivor. Diesmal wirklich. Wie immer ein herzliches Willkommen, Randvi. Du siehst wie Schlachtvieh aus. Was ist passiert? Nichts, was der Rede wert wäre, außer dass die Männer, die uns aufgehalten haben, tot sind. Und wie geht es dir? Es geht, obwohl ich viele Tage damit verbracht habe, den Zorn unseres Königs zu mildern. Er ist nicht gut, auf dich zu sprechen. Das habe ich erwartet. Und Sigurd? Ist er von seinen Raubzügen zurück? Er sollte heute zurückkommen. Zuletzt hörten wir, er nähere sich Stavanger. Schön zu hören. Wir brauchen seinen Mut. Sigurd wird dich nicht vor dem Zorn seines Vaters retten, Eivor. Das solltest du inzwischen wissen. Verlief dein Raubzug nicht wie geplant? Pläne erfüllen sich selten. Aber wir töteten viele von Kjötvis Kriegern. Und ich fand dies. Die Axt meines Vaters unter den Toten. Ah, nach so vielen Jahren. Du solltest sie zu Gunnar bringen. Er macht sie wieder scharf. Eine gute Idee. Nachdem ich beim König war. Davon rate ich ab. Vorerst. Er trifft sich mit einem Boten aus dem Norden. Ich kann warten. Ein Schatten liegt auf dir. Stimmt etwas nicht? Nach 17 Wintern die Axt meines Vaters zu sehen, hat mich etwas aufgewühlt. Ein Gefühl, dass ich nicht mehr hatte. Nach 17 Wintern, der ist 17 Jahre älter jetzt. Seit ich das hier erhielt. Erinnerungen vergangener Qualen. Trauer und Schmerz. Ich sollte mit Valka sprechen. Vielleicht bringt sie Ordnung in meine Gefühle. Nimm dir Zeit, um erstmal anzukommen. Wir sehen uns beim Langhaus. Ich glaube, du bist abgestumpft, Eivor, wie diese Axt. Vielleicht kann dir Gunnar bei beidem helfen. Ich lasse es dich wissen. Das war's mit dem Video und vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Abo da und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaut im nächsten Video wieder vorbei.